Hallo, hast du mal eine gute Minute? Mein Name ist Tanja und ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin der Versöhnungskirchengemeinde. Kennst du das? Du willst eine Entscheidung treffen und dazu Gottes Rat hören, seine Stimme hören und naja, damit es einfach ein bisschen schneller geht, legst du ihm schon mal 4 Auswahlmöglichkeiten hin, damit er sich auch schnell entscheiden kann. Ja, so ist es vielleicht oft im Alltag. Dabei gibt es doch so viele Möglichkeiten, Gottes Wort zu hören. Ob es durch eine Predigt ist, ob es durchs Bibellesen ist oder indem wir mit anderen Menschen sprechen und Gemeinschaft haben. Es kann genauso sein, dass du in der Anbetungszeit Gottes Stimme hörst oder er ist manchmal einfach so wie ein Geistesblitz ist, der dich durchzuckt und du genau weißt, ja, genau, das ist sein Wort. Ja, aber heutzutage gibt es so viele Informationen, so viele Eindrücke, die auf uns einprasseln und da ist es gar nicht so einfach, immer herauszufinden, ob das jetzt Gottes Stimme ist oder ob ich einfach lauter viele andere Sachen höre. Und da ja, mache ich es mir mal zur Hilfe, ein paar Fragen zu stellen. Und eine davon ist, was würde Jesus tun, wenn er diese Entscheidung treffen würde? Würde er das gut finden? Würde er ja, mich auf diesem Weg begleiten? Fände er das gut? Und ja, ich versuche einfach, ihn in meine Entscheidung zu integrieren. Und in Epheser 5,10 steht dazu: Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Ja, das ist doch eine super Idee, ihn einfach in die Prozesse mit einzubeziehen. Und an der Stelle den Pauseknopf zu drücken, die anderen Stimmen und das Tobabo um einen herum einmal auszuschalten. Eine weitere Frage könnte sein, hast du einen inneren Frieden damit? Und das spricht mich besonders an, wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich an der Stelle merke, wenn ich total ruhig werde und so ein chilliges, warmes Gefühl kriege, dass ich genau weiß, ja, das ist jetzt Gottes Wort, das ist die richtige Entscheidung und er schenkt mir einfach einen göttlichen Frieden mit diesem Weg, den ich einschlage. Ja, und so gibt es vielleicht noch viele andere Fragen, die man sich stellen kann. Und daher wünsche ich dir einfach mal die Pause-Taste zu drücken, nicht ungeduldig zu sein und Gott nicht schon 4 Antworten hinzulegen, die du gerne hättest, sondern ja, dich in Geduld zu üben und darauf zu warten, dass er dir diesen chilligen Frieden schenkt und du genau weißt, bei deiner Entscheidung ist Gott dabei und das ist der Weg, den er ja, für dich vorsieht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.